Garten Sabelco geht es hinauf in einen neuen Jaguar, hinauf den Hahnenkamm. Und ich merke gerade gut, dass er im zweiten Beruf ein Rennfahrer ist. Das merkt man an der Geschwindigkeit und es geht hier ganz schön runter. Aber die Hauptthemen auf der diesmaligen Recom sind nicht die tollen Autos, die die Teilnehmer fahren können, sondern Themen wie, dass sich in 3 Sekunden ein Mensch heute wirklich sehr professionell durchschauen lässt, sagt eine der weltbesten Profilerinnen hier auf der Recom. Ganz generell werden die Datenanalysen, die Datenströme, die uns mittlerweile zur Verfügung stellen, die Wirtschaft weltweit revolutionieren. Eine Revolution, die eigentlich schon lange im Gang ist und davon betroffen ist ganz besonders auch die Immobilienbranche. Das waren so einige der Themen auf der diesjährigen Recom 2018 hier in Kitzbühel. Obwohl, in Wahrheit wiederholt sich die Geschichte immer wieder, sagt unter anderem Thomas Sergeant in seinem Startvortrag am Mittwochabend. Heute Freitag geht die diesjährige Recom zu Ende und ich freue mich schon auf ein Ende dieser Relative High Speed Fahrt mit Martin Sabelco. Das war Gerd Rodler, fast live aus Kitzbühel. So. Jetzt vor mir.